Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich das große Vergnügen, euch einen der besten Filme aller Zeiten vorstellen zu dürfen. Und zwar handelt es sich dabei um Robin Hardys The Wicker Man aus dem Jahr 1973. Ein absoluter Kultfilm, der bis vor einigen Jahren nur in englischer Sprache verfügbar war und jetzt aber auch in deutscher Sprache, also in brandneuer deutscher Synchronfassung vorliegt. Und zwar auf Blu-ray bisher, aber jetzt seit dem 21. September 2023 bekommt ihr exklusiv im Arthouse-Shop dieses Steelbook und da ist einmal der Final Cut drauf, dann der Director's Cut und dann auch noch die Kinofassung des Films und zwar jeweils auf Blu-ray und auf 4K Ultra HD Disc. So, und das ist natürlich eine Sache, dann auch noch in einem schönen Steelbook, das ist etwas, was sich Sammler gerne ins Haus stellen. Wir packen das heute aus. Es gibt hier auch noch ein Remake mit Nicolas Cage, über das wir eigentlich lieber den Mantel des Schweigens hüllen würden. Aber Becky und ich werden demnächst ein Vergleichsvideo machen. Da vergleichen wir dieses Original hier mit dem Remake mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und da könnt ihr jetzt schon gespannt drauf sein, denn da werden wir sicherlich einiges zu sagen haben. Vieles davon hat wahrscheinlich mit Bienen zu tun, aber dazu später mehr. Bei diesem Original versus Remake Video, da könnt ihr obendrein auch noch was gewinnen. Aber da reden wir dann später noch drüber, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal packen wir das Steelbook aus und schauen es uns an, weil da haben ja sicherlich viele, viele Leute drauf gewartet. Ich meine, es gab schon eine Piece of Art Box und es gab auch Mediabooks sind angekündigt, aber bisher ist da noch nichts gekommen. Und es gab auch schon verschiedene Sondereditionen, wo alle drei Filmfassungen drin waren, aber eben nicht als 4K Ultra HD Disc. Das ist jetzt hier exklusiv. So, wir schauen uns jetzt erstmal diesen Einsteckschuber an. Ja, da steht vorne halt alles drauf, was wir wissen müssen. Hier Final Cut, Director's Cut, Kinofassung, tralala. Auf der Rückseite haben wir eine Inhaltsangabe für alle, die nicht wissen, um was es in diesem Film geht. Aber besser, ihr guckt euch das einfach ganz unvoreingenommen an, dann ist es wirklich umso interessanter. So hier, der beste britische Horrorfilm aller Zeiten, kann ich so mit unterschreiben, obwohl ich würde The Wicker Man nicht unbedingt als Horrorfilm bezeichnen. Das ist ein ganz toller Genre-Mischmasch, großartiger Film. So, und dann schauen wir uns hier mal an, was da alles drauf ist. Hier ist brandneues Bonusmaterial mit drauf, das schon die Anschaffung auf jeden Fall rechtfertigt. Verzeihung, meine Stimme ist immer noch nicht ganz da. Hier ist also brandneues Bonusmaterial drauf, was es bisher nicht gab. So, und so wie es aussieht, zumindest lese ich das hier, haben alle drei Filmfassungen deutschen Ton. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob das so ist, aber so sieht es hier jedenfalls aus. Hier haben wir die unterschiedlichen Laufzeiten, hier die Bildformate, ja, Untertitel und ja halt die Produktspezifikation und die Urheberrechtshinweise. Jetzt schauen wir uns das Steelbook selbst an. Ich selbst bin ja kein großer Fan von Steelbooks, aber ich muss sagen, ja, das hier macht schon einiges her. Wir haben also vorne den Wicker Man drauf. Da wird natürlich schon einiges gespoilert, ja, wo, wenn man sich das genau anschaut. Aber naja, lassen wir das einfach mal. So, und wenn wir das hier so aufklappen, wir haben nämlich dann hier noch auf dem Spine auch den Filmtitel draufstehen, The Wicker Man. Ja, jetzt kriege ich das denn noch scharf. Jawohl, ja. So, The Wicker Man, dann haben wir hier Studiokanal stehen. Und auf der Rückseite haben wir halt noch ein weitergehendes Artwork. Und wenn wir das dann nämlich aufklappen, dann ergibt das dieses Gesamtbild hier. Und das, finde ich, ist, ja, das macht schon was her. Wie gesagt, ich mache mir nichts aus Steelbooks, aber das hier finde ich auch schon ziemlich schick. So, dann schauen wir mal rein. Wir haben hier einmal die 4K-Scheibe mit dem Director's Cut und der Kinofassung. Die schaut so aus. Dann haben wir hier selbstverständlich auch noch die Blu-ray mit der Director's Cut und Kinofassung. Das heißt also, wenn ihr gar kein 4K-Equipment zu Hause habt, aber den Film gerne in dieser Version haben möchtet, könnt ihr euch den auch dann zulegen, weil ihr könnt den dann halt auch auf Blu-ray gucken. Ja? Dann haben wir hier hinten drin liegen
Die 4K mit dem Final Cut. Ja, wobei ich persönlich bin ja ein Fan des Director's Cuts. Aber man kann hier wirklich alles gucken. Ich würde anfangen mit der Kinofassung tatsächlich, weil die ist halt schön rund. Da wird nicht viel drum geredet. Dann würde ich den Final Cut gucken und dann den Director's Cut. So würde ich es machen. Der Director's Cut ist der mir persönlich am besten gefällt. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. So, dann haben wir hier noch ja, die Blu-ray mit dem Final Cut. Und dann können wir uns das Ganze auch mal von innen ansehen. Da haben wir nämlich ebenfalls einen farbigen Innendruck. Das heißt, dieses Steelbook hier hat auf den ersten Blick alles richtig gemacht. Also, wenn ich jetzt mal bedenke, bei Steelbooks, da gibt es ja so viele Punkte, die man beachten kann, auf die Sammler Wert legen. Da ich selber kein Steelbook-Sammler bin, kann ich dazu nicht viel sagen. Aber ich denke, ein farbiger Innendruck, der Titel auf dem Spine, kein Titel auf der Front, kein Titel auf der Rückseite, durchgehend gut verarbeitet und so, das ist schon eine gute Bank. Ich meine, gut, wenn das Ganze jetzt noch geprägt wäre oder vielleicht irgendwie noch was weiß ich, mit Spotlack oder Hochglanz irgendwie veredelt wäre, wäre vielleicht noch schöner. Aber alles in allem finde ich, ist das hier ein richtig schönes Steelbook. So, und wenn ihr jetzt unten auf den Link klickt, dann bekommt ihr auch gleich die Rezension zu der 4K-Version, die mein Kollege Jörn Pomplitz verfasst hat. Die Filmbewertung selber habe ich damals schon geschrieben, die ist in dem Review mit drin und mein Kollege bewertet hier das 4K-Bild und dann auch den deutschen Ton. Ich habe ihn schon gesehen, ich finde die deutsche Synchro ganz gelungen, mit einigen Abstrichen. Mit Christopher Lee komme ich nicht so ganz klar, aber das ist ja, wie gesagt, Geschmackssache. Außerdem, ich kannte den Film jahrelang nur in Englisch. Und ja, da ist es natürlich so ein Ding, dass man die deutsche Sprachfassung dann erstmal so ein bisschen, ist wie so eine Neusynchronisation. Es ist ja eine Neusynchronisation, aber naja, auf jeden Fall, ich bin froh, dass es den Film jetzt auf Deutsch gibt. Ich bin sehr froh, dass es ihn als 4K Ultra HD Scheibe gibt. Und für die Steelbook-Fans bin ich auch froh, dass hier so ein schönes Steelbook in den Handel gekommen ist. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und wie immer, bleibt geil. Euer Michael Speyer.